Willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren wunderbaren Video. Keine Sorge, Leute, nachher, heute Abend, irgendwann, ich weiß nicht genau wann. Ich schätze, kommt drauf an, wie lang die Runden sein werden, aber so 20, 21 Uhr spätestens wird das King-Finale hier online sein, Leute. Ich bin schon sehr gehypt drauf, ja. Jetzt haben wir aber erst einmal einen wunderbaren neuen Track vom lieben Green. Vorsatz heißt das Ganze, passend am 30. Vorsatz. Ich denke, daran wird erklärt, was die Menschen anders oder beziehungsweise besser machen sollen im neuen Jahr. Was er besser machen soll, was alle anderen besser machen sollen. Keine Ahnung, wahrscheinlich auf die Gesamtheit bezogen, denke ich zumindest. Ich freue mich darauf, Leute, die Sachen von Green sind immer ein Highlight, ja. Ich glaube, das Video ist tatsächlich nicht vom lieben Arthur gedreht worden. Aber soweit ich weiß, ist Eleonora wieder dabei, was schon mal ein sehr guter Grundbaustein ist, ja, für das Video, sage ich mal. Ich freue mich drauf, Leute, ich hoffe, ihr habt Bock. Die Tage wird es noch den Diss-Track von Execute gegen Skyguy und Fox geben. Freue ich mich auch sehr drauf, Leute, habe ich im Kopf. Die Rückrunde von Basti gegen Weekend wird es auch noch geben. Und alles andere, was ihr euch gewünscht habt, kommt auch noch, Leute. Keine Sorge, heute Abend aber erstmal King-Finale freut euch drauf. Nur würde ich sagen, schauen wir jetzt hier rein bei Green Vorsatz. Los geht's. Leute, das Video hat tatsächlich jetzt schon einen saftig knaftigen Like verdient, ja? Ne, aber jetzt mal kurz Retalk, Leute. Folgt ihr Eleonora gerne auf Instagram, Alter. Die Instagram-Stories sind immer sehr unterhaltsam, ja? Wie episch man aussehen kann, Alter. Holy shit. Ich will klettern, ich will Skifahren. Was hindert mich diesmal? Ich baue Bretter für die Green Farm und singe meine Lieder. Denk doch mal an dich. Du hast es dir verdient. Schnapp dein Babe ab ins Auto und losfahren. Ab nach Österreich in die Berge. Ich spür von meinem wunderschönen Vibe die Wärme. Mit meiner Traumfrau allein im Saunabereich. Es ist saumega heiß, meine Frau braucht dir an die Werkbrille. Puh, Leute, ich glaube, ich muss kurz das Fenster öffnen. Wir haben hier nämlich ein bisschen viel Wärme im Raum gerade gehabt. Okay, es tut mir leid, Leute, dass ich es abgegangen bin. Okay. Kurz die Augen auf einen anderen Part vom Video richten. Und zwar finde ich sehr interessant, wie dieses Video hier gedreht ist. Es ist mal was ganz anderes als das, was wir jetzt logischerweise kennen. Wir waren jetzt immer zu 100% auf diesem Arthur Rehbach-Film. Ja, was natürlich das Wort ist. Den ich ja auch gut finde, die Art und Weise. Aber es ist mal frisch, so ein paar andere Kamerafahrten zu sehen. Mal andere Einstellungen, mal so ein bisschen widere Shots. Ja, allein schon die Balken, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, aber die Kinobalken oben und unten sind nur noch die Hälfte von der Breite, die sie sonst sind. Es ist sehr interessant gedreht, finde ich. Sehr, sehr interessant gedreht. Muss ich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut, Mann. Gefällt mir sehr gut. Wirkt auch alles dadurch so ein bisschen, auch diese Szene hier so ein bisschen, ja, ein bisschen bedrückender. Ist das das richtige Wort? Ich weiß es nicht. Aber hier wird sehr, sehr viel auch mit dem Szenenbild an sich, also der Nähe zu den Personen im Verhältnis mit der Kamera gearbeitet, habe ich das Gefühl. Gerade als Eleonora in der Dusche war, sehr, sehr enge, man hat sich so ein bisschen eingeengt gefühlt. Und jetzt hatten wir eben, sobald wir in der Natur waren, so weitere Shots, die offener waren einfach. Also wirklich bei den Videos von Green, da, wie wir hier sehen, ja, kann man immer sehr viel reininterpretieren, finde ich. Also finde ich immer ganz cool, wenn man sich da noch so ein bisschen Gedanken gemacht hat. Es ist saumega heiß, meine Frau braucht dir an die Weg, relax im Bett. Rechts von mir mein sexy Babe, ich perfekt, der beste Act. Mein Glaube, der ist felsenfest, setz mich auf das Fensterbrett. Oh, auch schöne Shot. Denk mir nur, ich rette die Welt, indem ich sag, hab dir selbst. Vorsatz für das neue Jahr. Ich glaube an mich, ich mach meine Träume wahr. Und ja, ich gebe niemals auf und schaffe das anders. Niemand glaubt. Fick die Angst, fick die Angst. Bringt dir nix, nimm's in die Hand. Fick die Angst.
mir am Ende. Oh. Wie nennt man das, Leute? Wie, ja, das ist eine ganz, ich habe den Namen leider vergessen. Irgendwas mit B. Bixby? Ist das ein Bixby-Shot? Irgendwie sowas in der Art. Aber achtet mal drauf. Jetzt gleich in diesem Shot wird mit der Kamera rausgezoomt. Beziehungsweise es wird mit der Kamera reingezoomt, während man weiter zurückgeht. Also stellt euch vor, ich bin die Kamera, ich gehe zurück. So. Aber im gleichen Moment zoome ich rein mit der Kamera. Und dadurch entsteht dieser extrem coole Effekt. Ich weiß leider nicht, wie man das nennt. Boah. Beziehungsweise andersrum, genau. Andersrum ist es hier. Die Kamera geht näher ran. Und er zoomt weiter weg halt. Aber extrem cool. Extrem coole Technik. Ist nicht so einfach zu machen. Und da braucht man auch das richtige, den richtigen Shot für, wo es halt so einen guten Hintergrund gibt, jetzt hier eben die Berge. Boah. Ich wollte noch ein bisschen was zum Message sagen, die Gulin gerade angesprochen hat. Fick die Angst, nimm den Mut in die Hand, mach das, was du möchtest. Ich bin kein Fan davon, sich immer diese Vorsätze zu machen fürs neue Jahr. So explizit, oh, ich möchte das und das machen, ich möchte 20 Kilo abnehmen, bla 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 bla. Wenn man diesen einen Vorsatz hat oder diesen einen Grundgedanken im Mindset verankert, mach einfach, ja, sei ein Macher. Und mach es einfach, anstatt dir diese Listen zu machen, diese Pläne zu machen, das und das zu machen, mach es einfach, ja. Wenn du diesen kleinen Knopf umgedreht hast, diesen Schalter umgedreht hast, dass du es einfach machst, da brauchst du diese ganzen Listen, diese ganzen Motivation, diese ganzen Versprechen, brauchst du nicht. Weil wenn du wirklich einfach im Kopf das drin hast, dann machst du es einfach, unterbewusst, dann machst du es einfach. Ich hätte mich verändert, das wollte ich auch. Dahin zu kommen, wo ich bin, und ich bin stolz darauf. Wird mich nicht mehr melden, kann sich eben nicht verteilen. Es gibt so viele Menschen, mit denen würde ich alles teilen. Man muss sich entscheiden, singe Shits auf den Bühnen und kauf mir jetzt ein Haus mitten im Grünen. Voller Ehrgeiz, meine Welt hat sich verändert, schon von klein auf. Wollte ich ein Held sein für die Menschheit. 1:30, bin weit vernetzt. Weiterkämpfen, bleibe fleißig jetzt. Das ist meine Zeit und ich schmeiß nichts weg. Ich bleibe dran und beiß mich fest. Es ist einfach doch und ich weiß es, dass ich weiterroll ohne Zweifel. Ich hole mal meinen Erfolg, doch ich mein kein Gold. Ich weck euch auf für die Macht in euch. Oh. Ein Vorsatz für das neue Jahr. Ich glaub an mich, mach meine Träume wahr. Und ich meine, dass dieses Theatralische so ein bisschen in der Stimme kennen wir ja schon von Green. Aber hier ist nochmal ein bisschen extremer, finde ich. Also jetzt nicht in diese wirklich, wirklich traurige Richtung oder enttäuschte Richtung, wie es vielleicht bei Geldhai so ein bisschen der Fall war, sondern eher in diese, man möchte diese Last von einem nehmen oder sich selbst irgendwie dazu aufbringen, sich selbst zu motivieren, das jetzt wirklich anzugehen und das zu machen. Und diese ganzen blöden Versprechungen jetzt einfach. Einfach in einem zu packen und in die Tat umzusetzen. Finde ich cool, Mann. Finde ich cool. Weil viele sagen immer, ja, Green hört sich immer gleich an, in jedem Track hört er sich ja gleich an. Es ist immer das Gleiche mit einem minimal anderen Text. Ist es absolut nicht, finde ich. Absolut nicht. Es gibt so viel, allein schon, was ich jetzt hier im Video natürlich gesagt habe, aber es gibt so viel, was du auch zu der Stimme sagen kannst. Zum Tempo, zu der Stimmveränderung. Die Stimmfarbe, der Flow an sich. Es gibt so, so unglaublich viel, was man allein schon in der Stimme bei Green, bei jedem einzelnen Track, passend zum Thema, passend zum Video, passend zum Message irgendwie, raushören kann. Wenn man sich da wirklich mal irgendwie hinsetzt und nicht einfach nur stumpf ein, zwei Stimmlagen miteinander vergleicht, ja. Und ja, ich gebe niemals auf und schaffe das an, das niemand glaubt. Fick die Angst, fick die Angst, bring dir nix, nimm's in die Hand. Fick die Angst, sammle Mut und glaub mir am Ende. Alles gut. Krasses Video. Alles gut. Ende. Fick die Angst. Fick die Angst. Bring dir nichts. Nimm's in die Hand. Fick die Angst. Sammle Mut. Und glaub mir
am Ende wird alles gut. Episch, Alter. Der weiße Wanderer. Ey, das ist ein cooler Track, um das Jahr zu beenden und um das neue Jahr richtig zu beginnen. Viel eher, um das neue Jahr richtig zu beginnen. Man könnte meinen, auf 4 Minuten 20 gestreckt, Kappa. Gut, Freunde, ich würde sagen, man kommt zu einem wunderbaren, kleinen, großen Mini-Fazit, ja? Also ich denke, ich habe das meiste schon gesagt, aber trotzdem finde ich, dass es mal wieder ein richtig, richtig schöner Track ist. Weil die Mucke von Green schafft es sehr musikalisch und gleichzeitig also sehr, sehr musikalisch zu sein, aber gleichzeitig nicht an Qualität in Sachen Text zu verlieren. Und besonders nicht in Sachen Qualität von videotechnischen zu verlieren. Also das ist wirklich alles auf höchstem Niveau immer. Und ich fand es mal ganz cool, so einen anderen Videoproducer zu sehen. Ich weiß nicht genau, ich schaue noch ganz kurz nach, wer das Video gemacht hat. Bei Team Media, Tiroler Filme. Ah, haben sie sich direkt vor Ort jemanden geholt. Tiroler Filme. Ey, Shoutouts gerne raus an euch, dich, keine Ahnung, wie viele Personen das sind, aber extrem cooles Video. Schöne Kameratechniken hier benutzt, ja. Wurde sich viel Gedanken gemacht. Extrem cool. Natürlich auch wieder an Eleonora. Große Shoutouts gehen raus an dich wieder. Mittlerweile zum festen Bestandteil. Ich freue mich immer zu sehen, wenn die beiden irgendwie Videos zusammen machen. Freue ich mich echt immer. Und ich werde euch auch mal ihr Instagram-Account verlinken, Leute, weil viele immer nachfragen, wo man denn der netten Dame folgen kann, ja. Ansonsten nochmal zum Track selbst jetzt. Wie gesagt, ich finde es einen coolen Ansatz zu sagen, scheiß auf die ganzen, auf das ganze Gerede, nimm deinen Mut in die Hand und mach es einfach. Und ich finde auch gut, dass er nicht explizit gesagt hat, worum es geht, sondern das einfach verallgemeinert hat, weil es für jeden etwas anderes wichtig ist. Er hätte jetzt sagen können, dass man abnehmen will, dass man das und das machen möchte, aber er hat einfach gesagt, scheiß drauf, nimm deinen Mut in die Hand, besieg die Angst und mach es einfach. Und das kann jeder für sich selbst perfekt anwenden, weil jeder möchte irgendwas ändern. Aber man sollte sich, finde ich zumindest, nicht mit diesem ganzen Vorarbeiten, Gerede und allen sagen, ich mache es, ich mache es, ich mache es, Listen machen, hier und da gucken, was man verändern kann, sondern einfach machen, am Tag 1 oder am besten heute schon, bevor das neue Jahr gestartet hat, irgendwas ändern oder irgendwas machen, was einen an sich selbst oder um einen herum aufregt oder stört und es zu einer Gewohnheit werden lassen, wenn einen irgendwas stört, dass man das einfach ändert und dass es dann normal für einen wirkt, ja. Leute, ich schweife schon wieder ab, es tut mir leid. Auf jeden Fall fand ich das einen sehr, sehr guten Track, der nochmal zum Nachdenken anregt, den man jetzt hier zum Jahresende noch bekommen hat von dem Team, ja. Auf jeden Fall schaut das genau, Leute. Ich glaube, es sind noch einige Städte offen im Januar und ich glaube sogar bis Februar geht die Tour noch. Also schaut euch da gerne mal um, falls es noch irgendwo auf Eventim oder so Tickets gibt. Ich kann die Tour nur sehr empfehlen. Sie war sehr unterhaltsam. Und ja. Freunde, ich würde sagen, das war es jetzt mit diesem wunderbaren Video. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Wie gesagt, heute Abend noch King-Finale. Freut euch drauf. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, ja. Und dann würde ich sagen, grüße ich noch einmal die Ehrenleute von Patreon, ja. Das wären der Simon, Adidas 020, Easy, der nette Lette und der liebe André, ja. Danke für euren Support, Friends. Bis dahin, bleibt fresh wie immer und ciao.